Ein Masar, sagt er, ja, das ist doch Quatsch. Ah, okay. Also die Häuser sind jetzt hier schön schon mal ein bisschen abgegradet worden. Hier stapelt sich das Fleisch, naja. Gut. Die Edelsteine kommen. Der Schmuck wird produziert, so 992 Deben habe ich. So, was haben wir denn jetzt hier an Einnahmen? 9%, ganz normaler Steuersatz. Königreich zahlt 30 Deben Lohn. Okay, voriges Jahr 325 Einnahmen, jetzt schon 2430 Einkünfte. Gut, hier habe ich halt auf 4 ausgegeben. Die Leute sind ungehalten, da es zu wenig Arbeit gibt. Arbeitsplatzmangel verhindert Einwanderung. Die Arbeitslosenquote der Stadt liegt bei 96%. Ja, was soll ich machen, Leute? Okay, da kommen sie schon angefahren mit den Edelsteinen. Fleisch fahren sie auch von jetzt schon nach drüben in die Stadt. Okay. Ja gut, aber gut, dass sie sich jetzt so ergänzen. Das scheint ja erstmal so zu laufen. Der rennt bis hier oben hin, um Straußen zu jagen. Okay. Krass. Ah, hier Handelsrute. Ich habe 1700 Deben gehabt. So, dann haben wir jetzt hier Schmuck und Edelsteine auch noch verkaufen. Ja, Byblos. Ich habe auch, glaube ich, Edelsteine immer zu wenig im Edelsteinlager, dass die das auf die Schiffe bladen. Die verladen immer nur Schmuck. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, wie viel gibt es jetzt? Oh, ordentlich Deben. 1200 Deben ungefähr. War ja bei 330. 1,5 habe ich jetzt wieder am Start. Feuer in der Stadt. Oh nee, wo denn? Ach komm. Jetzt brennt hier schon die erste Jagdhülle ab. Aber Feuerwehrmann ist am Start. Zack. Zack. So, gleich mal gucken. Da ist schon wieder gleichgültig. Ja, ja. Sieben Schreine, drei Tempel. Was ist denn bei ihm los? Oh, die hauen ab. Leute, was soll ich denn machen? Was haben wir denn für, ich guck mal rein, was haben wir denn für Arbeitsmärkte? Schreiberschule, Bibliothek kann man nicht bauen. Warenlager, Dock. Wir haben eine Werft. Einfacher Steinbruch. Papyrus kann ich auch nicht herstellen. Also warte mal, ich könnte ja gucken, was haben wir denn an. Was können wir importieren? Holz. Holz für die Werft. Kupfer, ja. Aber die kaufen ja hier auch nichts. Achso, Bierlein. Holz.
Granit. Hier Ton. Aber es bringt mir ja nichts. Achso, doch, ich kann Töpferwaren herstellen lassen. Das ging ja. Na gut, dann erweitern wir jetzt hier den Distrikt. Dann sagen wir mal hier Lagermeister. Sieht ja auch relativ gut aus. Erstmal. Bis jetzt. Wir importieren Ton. 1000 Einheiten. 1500 Einheiten. Da ist vier schöne Töpfereien hier. Edelsteine, Blaben, der Pharao. Nee. Auch königlicher Gouverneur verabibiert. Unit erwartet besorgt das Eintreffen von 1100 Einheiten Edelstein. Es bleiben doch noch 6 Monate Zeit dafür, ja. Okay, dann sagen wir, wir lagern mal Edelsteine ein. Oh, da hat gerade hier das Warenlager der Edelsteine gesegnet. Mit einem Überfluss. Jetzt habe ich 3200 Edelsteine, kann die 1100 Edelsteine direkt verkaufen. Nach Unit. Sehr gut, dann kann ich wieder das Häkchen hier rausnehmen von dem Tonkrug. Hier, urkündiger Gouverneur Fabibiert, eine neue Handelsroute nach Unit kann jetzt eröffnet werden, da sie die wie gefordert 1100 Einheiten Edelsteine nach Unit geschickt haben. Ah, okay. Habe ich gar nicht gewusst, dass ich auch da neue Handelsrouten eröffne. Jetzt verkaufen die natürlich die günstigen Edelsteine. Aber die nehmen auch den Schmuck komplett mit. Sehr gut. Und wir sind jetzt bei 2910 Deben. No. 9 zusätzliche Arbeiter werden benötigt. Aha, und jetzt sich die Leute so beschwert, dass es hier gar nichts zum Arbeiten gibt und sind schon abgehauen. So, hier Unit. Der kauft Stroh. Haben wir doch gar nicht. Das ist der Erste, der mal Stroh kauft. So, der würde Ton verkaufen. Töpferwaren, Kupfer, Granit, Kalkstein, Fleisch. Na gut, machen wir mal auf. Okay, dann würde ich da auch Ton herbeziehen jetzt. Alles andere brauche ich ja wohl noch nicht. Oder ich würde mir schon mal militärmäßig eine Waffenschmiede bauen, weil es hier gleich noch irgendwie was kommt. Das wäre natürlich auch möglich. Das ist annehmen bis ein Viertel, aber ich sage auch, ich kaufe auch nicht so viel Kupfer. Importieren 100, weil kostet im Import 240 Dieben.
Hier, Unit bittet sie, innerhalb von 9 Monaten 1000 Einheiten Schmuck zu schicken. Die sollen sie bezahlen, Mensch. Geht's noch? So, ich bin gerade mal aus dem Minus raus. Und dann sagen wir jetzt hier nochmal Schmuck einhamstern, bitte. Einlagern. Dass ich die 1000 Einheiten Schmuck dann nach Unit liefern kann, aber die sind ja relativ gut, dass die da jetzt die Handelsroute geöffnet haben. Der steht hier immer noch am Dock, was will denn der noch haben? Achso, jetzt fährt er los, okay. Ja, oh, ich hab schon dickes Minus hier. An dem, das wird immer mehr, aber ich hab doch, da kommt mal einer und holt mal hier ein paar Schmuckkisten ab. Ach so, weil die eingelagert werden, oder? Ich verkaufe gar keinen Schmuck. Ich habe 1600 Schmuck auf Lager und ich verkaufe halt nichts. Das ist der Trick. Deswegen gehe ich ins Minus. So, da fahren jetzt 4 Karren zum Dock. Alter, wie viel? 438 DM plus? Nö. Also 1,7 um die gebracht. 1700 DM. So, die andere Erweiterung mache ich erstmal nicht. Da haben wir die 5 Minen. Genau, anerkennen. 9 Monate Zeit. Wir stellen hier noch den Architekten mit hin. So. Ah, hier, ich habe 60.000 Deben. Über die letzten Missionen halt erspart. Wenn das jetzt natürlich gleich so schwierig wird hier mit der finanziellen Situation, dann würde ich dann nochmal 5.000 oder so oder 10.000 halt reinschießen. Das ist die Mission, weil die läuft ja, die hat ja gut funktioniert. Also es ist ja jetzt nicht. Das war jetzt halt nur die komplette Edelstein-Erweiterung. Und halt die Forderung von der Stadt hier, Unit. Fahren die schon mit ihren Karren hier los? Ich habe da noch keine einzige. Keinen einzigen Typen gesehen, der mal mit einem Handwagen losfährt, aber... Also jede Mine hat einen Wagen und er fährt auch gleich, wird gleich beladen und fährt gleich wieder los. Okay. Okay, ich habe minus 4000. Die nächste Belastung beendet wieder die Mission. Der Weg ist halt einfach zu weit. Auch wenn ich jetzt 13... Lieferanten habe. Habe ich mir jetzt 5000 gezahlt in die Staatskasse. Um mich hier von dem Bankrott zu retten. Und ich hab ja hier, Schmuck ist ja da. Ich hatte jetzt auch die Edelsteine auf 1000 erhöht, dass wir nicht Edelsteine verkaufen, die wir für die Produktion brauchen. Ich könnte auch nochmal zwei Juweliere bauen, aber so viel Handelsschiffe haben wir, glaube ich, gar nicht hier. Werden die jetzt hier nicht beliefert mit Edel? Ach ja, stimmt, die werden nicht beliefert, weil ich ja jetzt einlagern lasse. 1100, okay. 300 Edelsteine noch und dann haben wir die Request-Anforderung fertig. Ja, 6 Monate noch, ich weiß. Aber hier kommt jetzt auch wieder die Edelstein-Karawane, sehr gut. Das heißt, danach kriegen die Juweliere auch wieder Edelsteine.
zum Verarbeiten, zum Weiterverarbeiten. So, zack. Den haben wir das geliefert. Ach so, ja. Und natürlich, da ich ja das einlagern lasse, wird es ja nicht verteilt. Da haben die Juweliere gar nichts zu tun, ja. So, der schiebt bei allen was hin. Sehr gut. Die Arbeitsplätze sind wieder besetzt. Und ich werde 3.500 DM habe ich. Was kostet mich so 90? Okay, komm dann. Dann baue ich mir jetzt doch nochmal 2 Juweliere.